Erstmal. Was ist der Unterschied zwischen der Variante und der? Okay, die ist jetzt schon schneller, ohne dass er ausgebaut ist. Okay. Attacker, ach da, ja, da sehe ich es. Okay, Attack. JA, das war das, was Tritrum vorhin gemeint hat mit der Bezeichnung bei den Schweden mit J, also J für Jäger, JA für Attacker. Okay. Multiball, okay. Testflug. Ach, bauen wir ein Ding gleich aus. Es dürfte wahrscheinlich ansonsten relativ ähnlich sein. Oh, er hat Raketen. Oh, jetzt muss ich mich wieder daran erinnern, welche. Was sind das für Raketen? Das sind Unguided Rockets. Boden, Luft, okay. Und das da sind RB24. Sind es Sidewinders? Das sind Sidewinders, oder? Das sind Sidewinders. Jetzt muss ich kurz mal spiegeln, wo ich bei der Steuerung das hingelegt habe. Ich verbrauchte so selten die Raketen. Merken wir uns einfach Alt-Leertaste. Arms 8-0. Warte, okay. Konnte man in wenigen Stunden, ja, also so klein wie das Flugzeug ist, kann ich mir das schon vorstellen, dass das sehr schnell. Hat auch, wenn man jetzt guckt, vom Sprit Minimalbeladung 8, maximal 28. Und hier, die haben es hingekriegt, dass du nicht mehr so extrem gebremst, wenn du durch die Mauern fährst. Okay. Oder ich probiere es jetzt mal, gegen eine Mauer zu fahren. 51. Hat doch ein bisschen Wiss gebremst, aber nicht mehr übertrieben viel. Früher hast du echt übelst mit dem Radpanzer warst du, wenn auch gegen so leichte Zäune oder sowas. Die machen überhaupt keinen Widerstand mehr. Das Nur noch so Steinstänger noch. Schlimmste sind immer noch die Heuballen. Ja. Oder Bäume, mal gucken. Ja, du verlierst ein bisschen an Geschwindigkeit, aber das ist nicht das Problem. Okay. Also ich denke mal, das Ding hier als Energy Fighter sehr schön. Hat halt, also für EC, da startest und dann landest du im Prinzip wieder. Ich habe mich in den Radpanzer verliebt. Wow! Ich hab grad. Okay, man darf anscheinend nicht zu stark und zu früh nach hinten. Visier ist einfach Mist. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Es ist etwas arg eingeschränkt. Ich meine, so ansonsten von der Umsicht dafür, dass es eigentlich diese Hummel ist, also man sieht gut nach hinten. Man hat einen Spiegel, wenn er denn mal funktionieren würde. Aber der Balken da über dem Visier ist schon störend. Ja, ist ein Interceptor. Ja, ist mir schon klar. Alter. Aber deswegen irritiert mich ja die Multiball. Warum soll ich einen Interceptor haben, der 28 Minuten Sprit hat? Mit Bomben ausrüsten. Gut, wenn ich gegen Finnland vorgehen will oder gegen Dänemark oder Deutschland, reichen die 28 Minuten. Puh. Hast du eigentlich den Challenger? Weil. Müsste ich gucken, nein, glaub nicht. Also er hatte so ein Armor-Update bekommen. Armor-Patch. Also der hat so Zusatzpanzerung bekommen, den Challenger 2F. Und die ganze Panzerung, die er bekommen, das sind natürlich nur Heat-FS-Schutz und so weiter. Aber das sieht richtig badass aus allein. Das Ding ist so fett jetzt. Ich bekomme die Maschine gerade nicht in die Luft. Ich setze mit dem Triebwerk auf. Was mich nicht wundert, weil das ein Müh über dem Boden ist. Wie sollst du mit dem Ding abheben?
sollst mit dem Ding abheben. Darf einfach nicht ab hochziehen, okay? Einfach nicht hochziehen. Also von allein geht das Ding nicht hoch. Es ist nach dem Motto, wenn du eine Stadt überlebt hast, dann bist du glücklich und die Nerven sind dann sowieso im Arsch. Jetzt weiß ich nicht, ob ich auf die hier eine IR-Rakete abschießen kann, Alter. Wie schieße ich denn? Schau ich nochmal scharf. Ah, Kacke. Hab ich mir die Kacke hingekriegt? Ja, Guckloch, das bezeichnet es glaube ich am besten. Missile Seeker of, das war der Missile Seeker, danach habe ich geguckt. Das war nochmal der Missile Seeker. Missile Raketen. Aufschalten. Wie heißt das auf Deutsch? Waffensperre, Täuschkörper haben wir keine, Radarsuchmodus haben wir nicht. Ah, jetzt. Ich habe irgendwas im Visier. Ich sehe zwar nicht was, aber ich habe irgendwas im Visier. Okay, Klappe ist abgerissen bei 500 km/h. Ist off. Und jetzt visiere ich gerade wahrscheinlich die Sonne an. Wobei ich bezweifle, dass der Missile Seeker von der 110er reicht. Ich töte die Sonne. Die S2 hört sich ja richtig badass an, ey. Ich sehe auch leider die 110er nicht mehr, egal. Wir nähern uns gleich deinen. Jetzt kommt nämlich die J32B. Alles klar. Wir kommen gleich zum Panzer. Ganz